Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren TCG-Spezial. Und ich habe noch ein Starterdeck von Wars, die Ankunft hier zu liegen gehabt. Und zwar das Gemeinschaftsstarterdeck. Da gab es auch verschiedene Varianten. Und die waren seltsamerweise auch alle noch erhältlich, obwohl das hier auch schon ziemlich alt ist. Das hat hier leider schon so ein bisschen Lagerungsspuren. Von 2004 übrigens, ja, mittlerweile auch 20 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, das öffnen wir jetzt hier gemeinsam. Ich habe von Wars auch schon im täglichen Booster was geöffnet. Kann ich euch, wenn ich dran denke, auch gerne mit in diesem Video verlinken, in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Ich glaube, von Wars haben wir noch keinen Starter geöffnet, oder? Da hatte ich doch nur die Displays im täglichen Booster, wenn ich mich jetzt nicht irre. So, hier habt ihr den Starter jetzt erstmal nochmal in Nahaufnahme. Wie gesagt, es ist der Gemeinschaftsstarter, natürlich auch in deutscher Sprache. Wir haben hier verschiedene Rassen in diesem Sammelkartenspiel vertreten. Erdlinge, Gongen, Maverick, dann die Shi und die Kwai. Es gibt 60 Karten hier insgesamt drin und Starter-Set enthält 60 Karten, der Gongen inklusive 5 Foil-Karten. Oh, und exklusive Karten sowie eine ausführliche Spielanleitung. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt. Ich mag ja Starter-Decks mit Foil-Karten grundsätzlich sehr. So, ja, ist auch nochmal in Folie eingewickelt. Wir haben hier so ein, ich sag immer, das sind Magic the Gathering typische Anleitungen, zumindest vom Format her. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo hier die Aufreißlasche ist. Okay, auf der Seite. Worum war auch schon gespoilert, weil wir jetzt hier gerade eine Holokarte gesehen haben. Also verpackungstechnisch hier auch wieder eine kleine Katastrophe mit der ganzen Folie drumherum. Weil hier ist, wir haben einmal die Foil-Karten. Die sind jetzt hier vorne lose drin. Ich packe die erstmal verdeckt hier hin. Dann nochmal zusätzlich in Folie die restlichen Karten und so wie es aussieht, ist die Anleitung auch nochmal extra in Folie. Das Schlimme ist, das ist so eine widerspenstige, die sich sehr schwer öffnen lässt. Kann natürlich auch dem Alter jetzt schon geschuldet sein, dass die so eng aneinander klebt. Okay, hier haben wir die nächste Aufreißlasche. So, dann haben wir einmal hier die Anleitung bzw. das Regelbuch. Oh, sogar in Farbe. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ja, sehr schön. Natürlich jede Menge Seiten, ordentlich ausführlich. Wie man das spielt, weiß ich nicht. Ich habe es nie gespielt. Ich fand das bloß sehr interessant, weil das eben ein Weltraum-Sammelkartenspiel ist, was so ein Science-Fiction-Setting hat. Und da bin ich auch immer sehr, ein sehr großer Fan von. Dann natürlich das Deck an und für sich. Das schauen wir uns jetzt auch erstmal an, bevor wir uns die Foilkarten angucken. So, da haben wir eine Region, Ort, Ganymed, unterirdischer Bunker. Kann ich jetzt nicht mal sagen, ob wir den schon gezogen haben. Dann geht es los, oder beziehungsweise dann geht es weiter mit dem Versorgungstechniker. Tamonjäger. Rastertaktiker. Dann haben wir Ganymed, Lager der Pilger. Auch wieder ein Ort. Jikoku-Jäger. Auch eines der Sammelkartenspiele, die leider die Zeit nicht überdauert haben. Ja, also mittlerweile ist das nicht mehr aktiv. Es gibt auch keine neuen Sets davon, aber man bekommt die alten Sets immer noch in diversen Shops zu kaufen. Verzweifelte Verteidigung. Nochmal der Jikoku-Jäger. Scheint so ein bisschen willkürlich zu sein hier. Ikatsuchi Lotse. Dann Ganymed, Lager der Pilger. Rastertaktiker. Ikatsuchi TAF. Ah, das waren jetzt hier schon wieder zwei Karten. Nochmal Ikatsuchi Lotse. Jikoku-Jäger. Also ich habe so das Gefühl, die sind hier wirklich zufällig verpackt worden. Rastertaktiker, Versorgungstechniker, nochmal Ganymed Lager der Pilger, Ikatsuchi TAF, also eine Menge Doppelte hier mit bei, Versorgungstechniker, Rastertaktiker,
Trägerschiff der Wächterklasse. Hikatsuchi TAF. Zocho-Jäger. Shikami-Anhänger. Ceres, Versteck im Asteroidengürtel. Auf Ceres spielte da nicht auch irgendein Spiel mit Samus Aran, also irgendein Metroid-Spiel. Verzweifelte Verteidigung, ich möchte sagen, das war die Super Nintendo-Variante. Shikami-Anhänger. Tamon-Jäger. Zocho-Jäger. Komoku. Das Schiffsdesign fand ich auch sehr interessant gestaltet. Shikami TAF, verzweifelte Verteidigung, Tamon-Jäger, nochmal Trägerschiff der Wächterklasse. Hat so ein bisschen was von Perry Roden auch mitunter, finde ich. Ikatsuchi-Lotse. Dann haben wir wieder Ganymed Lager der Pilger. Trägerschiff der Wächterklasse. Ganymed Traginium-Quelle. Zocho-Jäger, Taihu, Shikami-Anhänger, war das jetzt nur, ja. Die sind ziemlich dick, die Karten, habe ich manchmal das Gefühl, ich ziehe zwei Karten mit einmal. Hikoku-Jäger, Taihu, Ikatsuchi TAF, Ganymed Lager der Pilger, erneut. Gongen, Zufluchtsort der Pilger. Shikami TAF. Zocho-Jäger. Shikami TAF. Ikatsuchi-Lotse. Hohe Kampfmoral. Merkur, unberührter Planet. Taihu. Ganymed Aussichtspunkt und die letzte Karte, hohe Kampfmoral. So, und jetzt haben wir ja immer noch die Holo-Karten hier am Start. Das sind, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, 5 Stück an der Zahl. Da haben wir Kujiko Torako. Der Holo-Effekt ist so ein bisschen, ja, es sieht aus, als wenn hier eine extra Folie auf der Karte ist. Also geht über die gesamte Karte. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Dann haben wir den Gelehrten. Zocho. Nochmal Kujiko Torako. Und Todeswolke. Die letzte Holo hier im Set. Ja, ich muss sagen, insgesamt ganz nettes Starterdeck. Ich habe jetzt aber auch nicht viel erwartet. Es ist halt, wie gesagt, schon 20 Jahre alt und wird auch nicht mehr produziert. Aber ich dachte mir trotzdem, hey, das gucken wir uns mal an, weil ich habe das jetzt hier noch bei mir im Regal zu stehen gehabt und wollte das mit euch eigentlich auch schon viel früher mal öffnen. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich hiermit auch ganz zufrieden, ne? Also man hat jetzt hier auch nochmal wieder eine ordentliche Kartenausbeute. Sicher sind viele Doppelte mit dabei, aber das ist, denke ich mal, auch so gewollt. Holo-Karten sind auch mit am Start. Das waren jetzt auch 5, ne? Oder habe ich mich hier verzählt? 1, 2, 3, 4, ja, 5 Stück von den Holo-Karten. Und ich finde, gerade für Neueinsteiger, die sich für ältere Sammelkarten interessieren und das vielleicht doch mal ausprobieren möchten, ist das eine gute Möglichkeit, die Sammlung zu vervollständigen. Weil es gibt, glaube ich, 2 Sets insgesamt. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber die sind, wie gesagt, auch noch erhältlich, ne? In einigen Kartenshops bekommt man die noch und die sind auch nicht teuer. Von daher, ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.